Hoch, jetzt habe ich mich jetzt Headset vom Nuschel geschlagen. Tja. Fahr mal nicht so schnell, ich fahr dir hinterher. Ich hab mich sowieso jetzt festgefahren. Keine Sorge. Ah, das ist ja Gott sei Dank jetzt mal wieder eine befestigte Piste, ey. Du hast leicht reden. Naja. Soll ich dich rausziehen? Nö, ich hab's auch schon geschafft. So, na dann auf. Links lang, ja? Ja. Okay. Oh Gott. Jetzt bin ich eingesunken. Aber kriegen wir hin. So geht das. Ja, meiner kämpft sich hier auch noch durch. Das hat er wohl auch Grippi kriegt. Sehe ich gerade. Und jetzt jeder wohl. Der Flummi. Ja. Der Flummi. Sieht echt lustig aus, also. Oh Gott. Da jetzt lang. Perfekt. Fahr mal jetzt nicht durchs Wasser, weil ich will nicht, dass das ein bisschen tief ist und dann ich da nicht mehr durchkomme. Hier liegen zwar ein Haufen Steine, aber das kriege ich schon. So. Durch da! Ich fahr gerade im 1 Plus, Alter. Na, sind wir eingesunken? Ja. Warte, warte. Ich zieh dich gleich raus. Ja, fahr, fahr. Warte. Ja, ich kann nicht hinten, da muss man ein Stück zurück. Oder? Ich kann mich nämlich nicht hinten an dem Hänger befestigen, warte. Ja, jetzt geht's. Warte. Bleib stehen! Das reicht schon. Ja, natürlich. Da ziehen wir einen Claim raus. Ich zieh dich nicht dran. Du hast mich nicht dran. Echt nicht? Nein. Ah, oh, ich hab schon. Ah. Fahr ich noch ein Stück zurück. Ja. Jetzt? Gehen wir nein, immer noch nicht. Nein, du musst aus dem V-Menü raus. Gehen wir aus dem V-Menü raus. So, jetzt. Oder? Jetzt? So, letzter Versuch. Immer noch nicht, Alter, was ist das? Warte mal, dann mach ich mal. Warte. So. Jetzt. Und da klappt. Oder? Warte, warte, warte. Nein, zieht. Ups, Alter. Moment. Das war der Rückwärtsgang. Komme ich, komme ich, komme! Boah. Bleib im Leerlauf, ich zieh dich. Ich verlasse dich jetzt mal. Ich kann jetzt hey, bleib dran, bleib dran, bleib dran. Es geht schon. So, jetzt. Immer noch geradeaus. Ja, immer weiter geradeaus. Uiuiuiuiuiuiuiui.
Alter, jetzt hab ich ja was. Ah, krach nicht in meinen Anhänger rein. Dumme Leid. Ja, siehst du, jetzt habe ich mich nicht festgefahren. So, oder? Nochmal ein Stück zurück. Mein Anhänger hängt irgendwo. Kommt jetzt irgendwo mal eine Insel denn? Oh Gott. Okay, warte mal. Ein Stück zurück. Graben wir hier mal ein bisschen um. Ist das schon mal okay, wenn ich vorfahre? Ja, fahr mal vor. Okay. Jetzt habe ich wieder Traktion. Oha. Da kippte sich aber gerade der Anhänger. Jawohl. Warte, ich zieh die. Kommst du raus? Geht ja. Schon. Ja. Ja, wir müssen immer so ein bisschen Jawohl. Auf die Sandbänke achten hier. Ja. Oh, geht das hier tief runter. Alter. Ja. ich bin komplett kaputt. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ja, das ist mir klar. Oh shit. Oh scheiße. Da hinten ist eine Sandbank. Juhu. Vor allem wie das aussieht. Er fährt erstmal, weißt du, so ein kleiner, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, so ein kleiner mickriger LKW, weißt du. Und dann übelst weißer Anhänger dahin. Das sieht so geil aus. Jetzt sehe ich dich nicht mehr. So. Oh, ich bleib einfach God. Mal eiskalt im Wasser stehen. Du wirst einfach mal abgetrieben. Ja. Also du treibst ab, nicht du drei, also, ne? Ja. Ich glaube, wir sind aber auch an der falschen Stelle rübergefahren. Ja, das sehe ich hier gerade. Ich müsste jetzt über die kleine Insel. Da muss ich nochmal irgendwo durch. Ist ja Gott sei Dank eine Bucht. Der einfachste Weg, wo du denn jetzt lang fahren könntest, wenn du jetzt noch ein Stück nach rechts, dann kommt ein Weg. Ja, ich weiß. Ich muss ja erstmal geradeaus. Ja. Geradeaus, weil hier vorne ist nämlich eine Straße, habe ich gerade gesehen. Ja, und da, warte mal, ist da ein Steinhaufen? Das sieht aus wie so ein Steinhaufen. Ich bin schon drüben. Ich bin mal kurz weg, weil ich bin gleich wieder da. Ja. So, oha. So. Wir haben die Straße gefunden. Na, Gott sei Dank. Mit ein bisschen Schaden, aber hey, egal. So, und jetzt müssen wir einfach nur der Straße hier weiterhin folgen. Sehr schön. Kann man dann in Automatik schalten. Guten Tag. Guten Tag. Vor allem. Ich hab mir jetzt ja einen neuen Benzel dich geholt, war. Ja. Der macht immer eine Glocke nach. Okay. Ja, der hat gerade gegen den Käfig geschnipst und hat die Glocke nachgemacht. Okay. Oh, du bist ja gerade ganz schön schnell unterwegs. Ja. Ups, man sollte natürlich auch auf dem Gas bleiben. Finde den Code im Deckel und gewinne einen von 333 Coke. Schleichwerbung! Ich versuche jetzt hier gerade mit einer Hand meine Flasche aufzukriegen. Das war keine so gute Idee, weil ich nämlich jetzt gerade schön gegen den Baum gefahren bin. Aber ich habe die Flasche auf. Das war's wert. Thank you.
Also im Multiplayer kannst du auch den, den die Zeit überspringen. Habe ich mitgekriegt. So, die Frage ist jetzt, wie kriege ich diesen riesen Trailer da durch? Diesen riesen Trailer. Diesen riesen Trailer. Diesen riesen geil. Hammer. Come on, bitch. Move, bitch. Get out of the way. Get out of the way, bitch. Get out of the way. Juhu, ich bin da. Ups. Jawohl. Dann kann ich mich gleich dahin reiten. Yep. Und. Ja, ich liebe dich. Ich liebe dich. Weiß ich. Im freundschaftlichen Sinne. Ich weiß doch. Mordor ist hinüber. Das ist schön. Ich mache jetzt erstmal einen. Eine Sattelkupplung habe ich schon. Ach ne, den muss ich abbauen. So, dann mache ich mir. Ah, hier in der Werkstattladefläche war das. Genau, jetzt. Ich habe nämlich den Namen vergessen. Mehrzweckanbauteil. Und dann. Ach, da hinten steht mein Typ. Ah, was macht denn der da hinten? Ups. So, und dann gehe ich mal weiter nordwärts und schaue mir mal an, wo unsere zwei. Wir haben zwei Holzladestellen hier. So, ich mache in der Zeit die anderen Cloakings. Ja, ich nehme auch eine in Angriff. Ich will endlich mal einen Typ E finden, also. Auf der Suche des Typ E. Hm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Clemens, ich habe mir ja heute mal das Video angeguckt, war von euch, wie ihr das, die, sowas wie Sexbeichten oder sowas vorlesen habt. Genau. So geil, genau. Alter. Ich kam aus dem Lachen gar nicht mehr raus, so geil war das. Und es gibt aber auch Menschen, wirklich, die sind schon gar nicht mehr dämlich, die sind schon mehr als dämlich. Tratzenplayer. Ja, aber wirklich. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwie einen guten Weg finde. Rohstein. For that, der die Cloaking. So. Ah, das hier sieht doch nach einem Weg aus. Oh. Da steht der Typ 25. Der Typ 25, sag ich schon. Der was? Da gab's doch mal bei ME3 so die eine Waffe, Typ 25. Nee, Typ 95 meinst du. Ach, oder so, stimmt, der war aus einem anderen Spiel, hieß die Typ 25. Ich glaube bei Black Ops oder sowas war das, bei 2. Kann sein. Ich habe Black Ops 2 nie gespielt. Und ich bereue es auch nicht. Ja. Du wirst es nicht glauben, ich habe einen Typ E gefunden. Oder ist es. Was? Typ E?